Hallo und moin moin. Sie sind im Hafen von Dagebüll, dem heutigen Tor zu den Inseln und Halligen, angekommen. Auf Ihrem Weg hierher sind Sie am Ortsteil Dagebüllkirche vorbeigefahren und haben anschließend den Ortsteil Dagebüllhafen umfahren. Sie sind jetzt am westlichsten Punkt des Festlandes von Südtondern angekommen. Vor 1362, also vor der ersten geroten Mandränke, hat die Landschaft um Dagebüll herum anders ausgesehen als heute. Um eine Vorstellung von den Utlanden zu jener Zeit zu bekommen, müssen wir auf die Überlieferung der Chronisten zurückgreifen, denn es gibt keine Landkarten aus jener Zeit. Vermutlich hat es so ausgesehen. Die Utlande waren ein flaches, sumpfiges Land, das von Wasserläufen durchzogen war. Die Siedlungen befanden sich auf Sandern. Damals lag Dagebüll weit von der Nordsee entfernt in der Mitte der nordfriesischen Utlande. Im Norden von Dagebüll lag die Horsbühlharde, die spätere Widinghade. Ostwärts der Widinghade liegt das Gebiet des späteren Gotteskoges und anschließend die Geestlandschaft der Karharde. Dagebüll gehörte, wie hier dargestellt, zur Bökingharde und hatte somit eine Landverbindung bis zur Geest. Mit der ersten großen Mandränke 1362 entstand die Dagebüller Bucht, wobei die westlich von Dagebüll, Fahretoft und Weigard gelegenen Dörfer, zu denen unter anderem auch Spickebüll und Toxbüll gehörten, untergingen. In dieser Bucht lagen neben der Hallig Dagebüll im Norden die Halligen Galmsbüll und Nordtoft und im Süden die Halligen Fahretoft und Weigard. Diese drei späteren Ortsteile von Dagebüll trennten zwei durch die erste große Mandränke geprägte tiefe Priele, das Kleiseertief und das Botschlottertief. Bereits im 15. und 16. Jahrhundert wurden ungeheure Anstrengungen unternommen, die 1362 entstandene Dagebüller Bucht zu schließen. Ein erster Ringdeich entstand 1436 um die Widinghade, nördlich der Dagebüller Bucht, der sogenannte Goldene Ring. In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten begannen die Menschen von der Geest aus das Gebiet wieder der Nordsee zu entreißen. 1446 entstanden der Klicksbüller Kog als Anbindung an die Geest und im Anschluss daran der große Kohldammer Kog. 1447 folgte der Kornkog. Damit war das Kernstück der Bökingharde wiederhergestellt. Im 16. Jahrhundert erfolgte die Verbesserung der Deichlinie nach Süden durch den Bau des Langenhorner Altenkogs im Jahre 1500 und den Bau des Störteberger Kogs im Jahre 1547. Um die Deichlinie am östlichen Ufer des Botschlotzer Tiefs zu verkürzen, erfolgte 1550 die Eindeichung des Ockholmer Kogs und 1554 des kleinen Kohldammer Kogs. Im gleichen Jahr erfolgte die Eindeichung des Anwachses östlich der Widinghade. Es entstand der Emmelsbüller Kleine Kog. Im Jahre 1566 begann der Bau der südlich gelegenen Deiche des Gotteskoges. Eine ökonomisch sinnvolle Nutzung dieses Koges sollte noch bis in das 20. Jahrhundert dauern. 1574 vereinbarten die Bewohner des Störteberger Kogs und die Bewohner der Halligen Bollhusen und Weigard einen neuen Deich über Weigard und die Bollhuser Au bis an den Ockholmer Deich zu errichten. Die Fertigstellung dieses Weigarder Kogs erfolgte allerdings erst 1577. Im 17. Jahrhundert versuchte Herzog Friedrich III. Von Gottorf, einen Deich in gerader Linie von Weigard über Fahretoft, Dagebüll, Galmsbüll zur Widinghade zu errichten. Mit dem Einsatz von tausenden Arbeitskräften gelang die Durchdeichung des Botschlotter Tiefs. Die Eindeichung des Kleiseertiefs gelang nicht. Die zweite große Mandränke 1634 machte einen Großteil der bisherigen Bemühungen wieder zunichte. Nach dieser Flut wurde der Fokus auf die Sicherung der zweiten Deichlinie und die Begradigung der ersten Deichlinie gelegt. 1641 entstanden dann der Maasbüller Herrenkog und der Botschlotter Kog und damit die Einbindung der Hallig-Fahretoft. Erst 1652 gelang mit der Eindeichung des Blomenkogs die Begradigung der Deichlinie. Noch war Fahretoft aber nicht von einem Seedeich geschützt. Letztendlich errichteten von 1688 bis 1690
die Bewohner von Fahretoft allein und ohne fremde Hilfe den Seedeich. Es entstanden der Fahretofter Süderkoog und der Norderkoog. Damit war das Kleiseertief immer noch nicht geschlossen und Dagebüll weiterhin eine Hallig. Erst mit den Deichbaumaßnahmen am alten und neuen Christian-Albrechts-Koog Ende des 17. Jahrhunderts wurden erste Grundlagen für den Schluss des Kleiseertiefs und die Eindeichung Dagebülls geschaffen. Im 18. Jahrhundert erfolgte dann der Schluss durch den Bau des Kleiseerkoogs, des Juliane-Marienkoogs und des Marienkoogs. Die durch die erste große Manndenke entstandene Dagebüller Bucht war nach etwa 400 Jahren wieder der Nordsee abgerungen. Während die Halligen Dagebüll, Fahretoft und Weigard durch den Deichbau in das Festland integriert waren, gingen die Halligen Nordtoft und Geimsbüll verloren. Anstatt diese Halligen durch Deiche zu sichern, erfolgte noch bis 1800 die Selbstzerstörung durch den Torfabbau für die Salzgewinnung. Mit der Februarflut von 1825, der großen Halligflut, gingen die beiden Halligen unter. Seit jener Zeit erfolgte ein stetiger Anwachs an der begradigten und befestigten Küste. Es entstand das Wattenmeer, wie wir es heute vor Dagebüll erleben können. Den Anwachs nutzend erfolgte im 20. Jahrhundert zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Begradigung der ersten Deichlinie der Bau des Galmsbühl-Kooges, des Osewolder-Kooges und des Hauke-Hain-Kooges, die ich hier nicht darstelle. Die ungeheuren Bemühungen zum Schluss der Dagebühler Bucht und des Gotteskooges waren die zentralen Aufgaben der Nordfriesen zur Schaffung und Erhaltung ihres Lebensraumes in den letzten Jahrhunderten. Angesichts der Konsequenzen aus dem derzeitigen Klimawandel wird deutlich, dass diese Aufgaben den Nordfriesen in der Zukunft erhalten bleiben. Allerdings werden die Nordfriesen nicht unbedingt wieder alleine zum Spaten greifen müssen, denn der Hochwasserschutz ist eine staatliche Gemeinschaftsaufgabe. Mahner in der Diskussion müssen sie aber bleiben, um die Folgen des Klimawandels möglichst gering zu halten. Ich empfehle Ihnen nun, Ihr Fahrzeug zu parken. Erklimmen Sie zunächst den Aussichtsturm am Hafenbecken. Sie erhalten von dort einen Überblick über die Dagebüller Bucht. Machen Sie anschließend einen Spaziergang. Gehen Sie durch die Stölpe in die Nordseestraße und erleben Sie bei schönem Sommerwetter das Treiben in diesem aufstrebenden Tourismusort. Besuchen Sie eins der Restaurants und begeben Sie sich dann auf eine kleine Wanderung auf dem Badedeich. Die Insel- und Halligwelt liegt vor Ihnen. Viel Spaß dabei!